Viel schlimmer kann es ja wohl nicht werden. Klasse. Wie in einem Cartoon. So geht das die ganze Nacht. Gebt uns etwas Zeit. Ich verstehe nicht. Sie hassen Wasser, schon vergessen? Klar. Stimmt, ja. Oh, wir hätten die Nacht im See verbringen sollen. Ein Tod durch Hypothermie? Nein. Na, aber auf dem Boot. Wir sind jetzt sicher. Die Nacht ist noch lang. Sie wissen, dass wir hier sind. Sie kommen wieder, sobald es geht. Na toll, okay. Okay, wir brauchen mehr Überblick. Komm. Eine Taschenlampe wäre halt immer noch super, ne? Ich entschuldige mich jetzt schon, falls YouTube das richtig abdunkelt hier. Es ist wirklich sehr dunkel. Ich weiß, es ist ein Horrorspiel, aber trotzdem, ja. Ein, zwei Lichtquellen mehr wären schön gewesen. Es muss nicht immer stockdunkel sein. Ich bin ein fröhlicher Hubblehase. Was zur Hölle ist das? Das Spielzeug, von dem ich mir nicht sicher war. Die Kammer ist die Kammer des Todes, ne? Also geht mal davon aus, Leute, dass mindestens noch ein oder zwei, ich weiß gar nicht, wie viel wir noch zur Verfügung haben, das Zeitliche segnen werden. Ich gehe immer vom Schlimmsten aus. Hier war ich schon mal, ne? Sorry. Das Spiel an sich gefällt mir eigentlich gut. Bis auf die Sache mit dem eingefrorenen Bildschirm manchmal. Das ist ein bisschen unpraktisch. Vor allen Dingen, weil es ja auch nicht gerade günstig war, das Spiel. Aber das sei mal dahingestellt. Ansonsten gefällt es mir gut. Es ist ein richtig cooles Pizza-Popcorn-Spiel. So, was man auch gerne zu zweit spielen kann auf der Couch. Mega gut. Jetzt gerade auch im Sommerpass super zu diesem Sommercamp und so. Gefällt mir an sich ganz gut. Die Geschichte, ja. Man darf bei Pizza-Popcorn-Horror nicht so viel erwarten. Nennen wir es seichte Sommerunterhaltung hier bei uns im alten Eulenwald. Ich weiß ja nicht, wann ihr dieses Video seht, aber falls ihr das im Sommer guckt, dafür ist es perfekt. So, ich glaube, aber hier ist jetzt nicht mehr wirklich viel zu sehen. Können wir nochmal den Kamin angucken? Da denke ich ja immer noch dran, ne? Warum wurde das so gezeigt? Aber können wir nicht? Und ein bisschen Licht wäre wirklich schön. Scheiße, die müssen echt Probleme haben, wenn sie so betteln. Chris Hackett bittet die Eltern der Camper um zusätzliche Spenden für die Renovierungsarbeiten an der Lodge. Sind dafür nicht die Campgebühren vorgesehen? Wofür sollte das Geld sonst ausgegeben werden? Können wir das nochmal angucken? Dann können wir es nämlich auch lesen. Das ist auch super seltsam, ne? Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, als meine Mutter und mein Vater 1953 das Sommercamp in Hackett's Quarry gründeten, war es ihre Vision, einen Ort zu schaffen, an dem Kinder aus dem ganzen Land die wahren Wunder der Natur erleben können.
Ich bin stolz darauf, ihr Vermächtnis bis heute fortzuführen. Die Lodge des Camps besteht, seit wir unsere Tore geöffnet haben. Doch dieses Vermächtnis und auch die Lodge selbst sind nun in Gefahr, da sich laut Statiker-Gutachten herausgestellt hat, dass das Mauerwerk des Schornsteins dringend ausgebessert werden muss. Keine Sorge, ihren Kindern droht hierdurch keinerlei Gefahr. Leider muss ich Ihnen jedoch mitteilen, dass wir ab dem nächsten Jahr die Teilnahmegebühren um 5% pro Person erhöhen müssen. Wenn die Zeiten hart werden, denke ich an das Motto unseres Camp: Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir Hackett's Quarry gemeinsam stärker denn je machen können. Vielen Dank, dass Sie uns weiterhin die Treue halten. Mit freundlichen Grüßen, Chris Hackett. Und wieder wird der Kamin erwähnt, ne? Ich sag's euch, der wird noch wichtig, aber wahrscheinlich habe ich ihn dann in dem Moment vergessen. Egal, wir gucken mal weiter. Da geht's noch weiter nach oben. Ich guck erstmal hier unten noch weiter. Hier ist noch was. Endlich ein Name zu der Hackfresse. Du bist also Mr. Ages Bruder, schätze ich. Wer? Der Riese von vorhin, als du mit Ryan zum Schuppen bist. Mr. Ages Bruder, vielleicht? Klar, klar. Mhm. Okay, da geht's noch hoch. Mehr. Und hier geht's nur runter, ne? Oder geht's da hinten auch noch lang? Wie lange ist der Typ schon hier? Dieses große und überhebliche Ölgemälde von Septimus Hackett ziert den Kamin der Lodge. Ist lange Zeit her. Lang genug, dass es ganz normal war, sich in Öl porträtieren zu lassen. Jetzt will ich auch ein Ölporträt von mir. Weiterschauen. Besser, ich suche weiter. Anzugucken, ne? Hier sind Bastelarbeiten, sehr schön. Hier ist nichts mehr. Ich mal in den Raum hier nebenan. Mal nach oben. Klassenzimmer oder so. Klassenzimmer im Horrorcamp. Ja, Wiedersehensprache. Armer Ian. Das Camp-Maskottchen krepierte, bevor es losging. Ein Andenken an das verstorbene Camp-Maskottchen Ian. Der Zeichnung nach zu urteilen, war Ian ein Schaf, doch niemand durfte ihn dieses Jahr kennenlernen. Der Wolf im Schafspelz, hä? Ian? Eigentlich ziemlich passend. Wir haben ein Maskottchen? Nein, hatten. Nicht mitgekriegt? Nein, was? Er starb vor Beginn des Camps. Ah, wie blöd. Ja, wie blöd. Aber dann, wenn das Ian war, der Max gebissen hat, ne? Wieso ist dann der Fluch gebrochen, wenn wir den Besitzer hier platt gemacht haben? Naja, vielleicht weil der den gebissen hat und so fort und so weiter. Wie gesagt, ich kenne mich da in der Wolfsgeschichte, Werwolfsgeschichte nicht so aus. Ich bin mehr so die Fraktion Vampire. Hier können wir nicht nach oben gehen, schade. Huch, ja, geh mal runter. Was machst du denn? So, ich geh nochmal hier rüber. Da konnten wir ja auch noch eine Treppe hoch. Keine Ahnung, ob wir da hochkommen, aber wir versuchen es mal. Wer ist das hier auf dem Bild? Achso, seine Frau.
Es wird wahrscheinlich Chris sein, seine Frau und irgendein Sohn. Die Treppe war hier, ne? Licht, wo bist du? Können wir nicht mal... Oh. Die Hohepriesterin. Eliza fiel dem Feuer zum Opfer, das vor 6 Jahren bei ihrem Wanderzirkus ausbrach. Ihr Geist sucht seitdem die Wälder von Hackett's Quarry heim, fest entschlossen, sich an der Hackett-Familie für ihr Schicksal zu rächen. Mit ihren Tarotkarten, die damals im Feuer verloren gingen, hat sie dich durch die Nacht geführt. Doch ihre Motive sind vielleicht noch nicht ganz so aufrichtig, wie es zuerst schien. Ah, Eliza ist die Hexe von Hackett's Quarry, die uns die ganze Zeit die Karten hat sammeln lassen. Und die ist vor 6 Jahren bei dem Feuer in dem Wanderzirkus ums Leben gekommen. Die Frage ist jetzt, Science oder wie er heißt, der erste Wolf, war das ihr Sohn? Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe oder ob mir da was entgangen ist, weil wir haben ja auch nicht alles gefunden. Auf jeden Fall wird sie wahrscheinlich dann nicht nur für sich selbst Rache nehmen wollen, sondern auch für ihn oder er nimmt Rache für sie. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sie ist die Hexe von Hackett's Quarry. Okay, wissen wir das auch? Jetzt wissen wir auch, warum sie so unfreundlich geworden ist. Weil noch jemand von der Familie lebt. Also ich hatte gegen die Familie tatsächlich gar nichts. Ich weiß nicht, wieso das Spiel entschieden hat, dass Laura die Mutter umbringt. Wahrscheinlich wäre sonst Laura gestorben. Es wäre auf Selby hinausgelaufen. Ich weiß es nicht. Das Spiel soll sehr viele Enden haben. Hoher Wiederspielwert. Auf jeden Fall. Ich werde es mir auf jeden Fall nochmal für die PlayStation holen. Und dann ganz gemütlich mit Pizza am Fernseher zocken. So, dann gehen wir mal runter. Dann bereiten wir uns mal auf den Kampf vor. Und ich will das gar nicht, weil ich fühle mich nicht bereit dazu. So, das Öl nehmen, ne? Ich glaube, wir haben jetzt hier alles erstmal gesehen. Oweia, oweia. Jetzt werden wir alle sterben. Macht's euch gemütlich. Jetzt kommt die Horrorshow. Ja, bitteschön. Seid ihr bereit? Sind wir bereit? Wir sind bereit. Tag und Nacht rund um die Uhr im Sommer. Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Und ist der Weg auch weit. Freundschaft führt uns für alle Zeit. Ich bin stark, denn ich bin hier. Als Hecketeer. Du hast immer noch nicht den Text gelernt? Mit dem Rücken zum Fenster stehen ist auch eine super Idee. Showtime, Motherfucker. Oh, fuck. Emma. Du lebst noch. Ja, da bist du wohl ziemlich enttäuscht. Was ist mit dir passiert? Wo sind die anderen? Was ist mit dir passiert? Ich weiß nicht, okay? Alle sind einfach irgendwo. Erstmal müssen wir hier weg. Ja klar, wie du willst. Hey, was ist? Was ist das? Was für eine Frage? Sieh dich um! Du bist so komisch und mies drauf. Bin ich nicht. Bin ich nicht. Spuck's aus. Na los doch. Keine Ahnung. Bei denen ist es mir auch echt voll Wumpe. Hier. Oh, mir geht das absolut blendend, Emma. Wieso sollte es mir nicht blendend gehen? Oh, tut mir leid, dass ich gefragt habe. Vergiss es. Mann,
Wie kam es nur dazu? Erde an Jacob? Was ist mit dir los? Was war eigentlich mit ihr? Okay, shit. Ich muss dir was sagen. Was denn bitte? Scheiße. Ja, raus damit. Ich bin schuld, dass wir noch hier sind. Yay. Oh, Jacob. Ich war das mit dem Van. Als es hieß, dass wir noch eine Nacht bleiben, habe ich das am allermeisten befürchtet. Ich weiß, es tut mir leid, okay? Ich wollte doch nicht, dass sowas passiert. Ich wollte doch nur... Fuck. Ich wollte nur noch eine Nacht mit dir. Wir zwei zusammen, wie vorher. Toll. Nein, ich mag dich ja irgendwie, Jacob, aber das war ein Sommerflirt. Mehr nicht. Wir passen nicht zusammen. Wirklich nicht. Du wolltest nicht mehr mit mir rumhängen? Ich will eben nicht mit dir zusammen sein. Bitte respektier das. Vor allem, wie viele Leute sind deshalb gestorben, weil er so blöde war? Entschuldigend abweisend. Ja, entschuldige dich mal. Du, ich weiß, das ändert jetzt auch nichts mehr, aber... Es tut mir leid. Auch wenn du danach nie mehr mit mir redest, will ich... Ich will, dass du es weißt. Hattest du denn ein bisschen Spaß heute Nacht? Also... Was? Ich meine, trotz allem. Wie kannst du das fragen? Ja. Wieder Butterpops. Du bist echt voll kaputt. Was kann ich tun, damit es besser wird? Verschwinden. Jacob, das kannst du nicht besser machen. Du kannst nur hoffen, dass du lang genug lebst, um die Verantwortung zu übernehmen. Die Sonne geht schon bald auf. Wir müssen jetzt nur noch abwarten. Ja. Kann ich mit dir warten? Ist ein freies Land. Ist sie nicht auch gebissen worden? Jemanden, der ein Werwolf ist, den wir schützen müssen? Ich habe den Überblick verloren. Worauf wollen Sie warten? Der Stuhl wird sich nicht halten. Fensterbalken. Es ist baufällig, ne? Ich hab zu spät gedacht. Oh Gott, jetzt stirbt die nächste. Achtung! Oh shit. Nein, jetzt tritt das Bild ein. Oh bitte fall nicht runter, oh bitte fall nicht runter, oh bitte fall nicht runter. Du wolltest doch mal irgendwie Dancing Star werden oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau was. Aber bitte fall nicht runter, bitte fall nicht runter. Huhu. Ja, Mann.
Weiterrennen. Caitlin! Hier lang! Schieß doch jemand, tu doch was! Okay. Echt jetzt? Zwei auf einmal? Warum? Scheiße.